Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, wir sind immer noch hier wunderbar unterwegs. Haben zwei Aufgaben, und zwar sollen wir einmal die Kinderklinik hier finden. Dankeschön, das ist hier mal wieder. Ich lasse nicht zu, dass ihr mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch. Ich bin dabei, durchzuhalten. Und einmal die Kinderklinik im Therapietrakt und einmal die Kinderklinik im anderen Trakt. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, verdammt, ich habe es gerade gelesen. Moment, ich will euch das ja vernünftig sagen. Im Kliniktrakt und im Therapietrakt. So, ja, das war jetzt noch sehr wichtig, aus welchen Gründen auch immer, aber es war sehr wichtig. Ja, und wenn wir dann die Ball. Ja, Ball. Aber keiner, der den Ball geschmissen haben könnte. Egal, Ball. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Ja, die haben doch wohl eine Klatsche. Ja, ich bin wir doch schon unterwegs. Bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Naja, wäre ja nichts Neues gewesen. Gut, dann wollen wir uns doch den Weg freikämpfen. Aber erstmal gehe ich nochmal eine Runde shoppen. Ah, verdammt. So. Raketensperre natürlich mitnehmen und ein bisschen Antiperson. Und panzerbrechend. Noch eine gute Mischung. So, dann wollen wir doch mal schauen, was hier so los ist. Ich denke mal, Antiperson werde ich jetzt erstes gebrauchen können. Kaffee kann ich auch mal gebrauchen. Ja, hi. Ah! Bam. Har. Wenn du fertig bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Wie jetzt? Soll ich erstmal hier alles clear machen oder was? Oh. Geh doch kaputt, Drecksteil. Ja, so wie es aussieht, kommen jetzt erstmal wieder ein paar Dutzend Gegner. Natürlich. Oh, zeig dich doch einfach. Dankeschön. Warum erschwerst du es mir auch? Die Tür geht nicht auf. Ja, komm schon. Genau, bam. Sonst noch jemand? Natürlich. Diese scheiß Houdini-Splicer. Mein Gott. Bewegt euch nicht durch mich durch. Das verwirrt mich immer. Oh, was machst du denn hier? Ah, non Big Daddy! Alpha-Serie anscheinend. Hält mich nicht allzu viel aus. Na komm. Dankeschön. Wer ist der nächste auf der Liste? Ja. Natürlich, von oben auch noch. Ist klar, Kollege. So, Feierabend hier mit dir. Scheiße, die mit Bisser. Ich hasse sie. Ja, ich habe mir jetzt mal so direkt einen Verbandskasten geholt. Ja, scheinbar haben wir es soweit geschafft, dass wir jetzt alle nur das Signal geben können. Wunderbar. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Okay. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie so schnell ich kann. So wie du es mir gezeigt hast. Ja, das ist eine sehr gute Idee. So wie ich es dir gezeigt habe. Ja gut, dann befreit sie jetzt gerade eine Runde. Wir suchen schon mal die andere Klinik auf. Natürlich müssen hier noch Gegner sein. Und ihr fragt euch, warum er wieder mal in die falsche Richtung läuft. Ganz einfach, weil ich erstmal hier wieder nachgucke, ob es noch irgendwas gibt. Denn irgendwo gibt es irgendwie immer irgendetwas. Ach, verdammt, Axt. Was zum? Ah, der Kauf kostet 500. Oh, ja. Ja, geil. Geile Sache. Cool, das Spiel.
Fucking Bullshit, was ist denn das bitte schön für ein Scheißhack diesmal? Das war da hinten. Nein, da möchte ich jetzt rein. Ganz definitiv, Leute, sorry. Aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Nein, ganz und gar nicht. Und wenn ich hier noch fünfmal sterbe, das ist mir egal. Aber so nicht. Reaktivieren. Du passt bitte auf mich auf. So, 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 so. So, yeah! Was befindet sich hinter? Wow! Busa, busa, da, da, da. Yay! Alles nochmal voll machen. Danke, 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 danke. Dafür hat es sich doch gelohnt, damit zu sterben. Ja, so gefällt mir das doch. So müssen wir ausgerüstet werden. So nicht anders läuft das hier. Har, 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 har. Gut, nach unten gehe ich jetzt nicht. Nein, wir haben jetzt alles. Also ich fühle mich gerade sehr, sehr wohl damit, was wir hier auch gerade alles so gesammelt haben. Dann können wir das nächste befreien. Nein, das hinten ist nur ein Hai. Du rettest sie nicht, Delta. Egal wie rein deine Absichten auch sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Wo kommt der Ball schon wieder her? Es ist mir lieber, sie ertrinken. Ist mir egal, was du lieber hast und was nicht. Hör zu, Vater. Du wolltest vielleicht keine Tochter haben. Doch. Aber Liebe ist nur ein chemischer Prozess. Eine Bedeutung erlangt sie nur, indem wir uns entscheiden. Ich will verdammt sein, wenn ich zulasse, dass Mutter dich mir noch einmal wegnimmt. Das Plasmid, Vater. Zeig mir einfach wo und ich helfe dir. Welches Plasmid? Ach so. Ah, das Plasmid. Das Plasmid, welches ich ihm gerade nicht benutze. Ach, was ist er denn schon wieder für einer? Ach, er steuert die Scheiße da. Hallo? Ah. Wo bist... bleib doch stehen, Mann! So, jetzt, das wollte ich doch haben. Mann, 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 Mann. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. So. Naja, das ist alles für fast dumme Nüsse. So, wo zeigt der Pfeil hin? Wir müssen oben lang. Wir müssen, zur... zweiten Station. Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, die zu hacken. Hier hängen sowieso so viele rum. Da müssen wir die jetzt auch nicht noch unbedingt immer zusätzlich hacken. Aber dich hack ich. Denn dich kann ich gut gebrauchen. So. Krankentrakt. Was machst du? Oh, warum kann ich die denn nicht instant bitte schön einfrieren? Was soll denn der Blödsinn denn gerade? Na komm, wo tauchst du auf? Ja, ihr seht doch schon, die Bots haben irgendwie so ein paar Probleme, durch die Türen zu kommen. Das war die nächste Sprengladung. Wir ja, müssen toll. Weiter. Ja, ich bin doch dabei. Wenn das Gebäude abstürzt, sind wir alle tot. Ja, ich laufe Amok, genau. Mhm. Und ihr nicht, oder was? Na komm. Eleanor sollte das ganze Genie Raptures in sich vereinen. Als erste lebende Utopistin. Sie sollte der ganzen Welt dienen, ohne eigene Interessen. Zwingt man einem solchen Wesen ein Bewusstsein auf, kappt man ihm die Flügel. Das war dein Geschenk an sie, Delta, genau wie sie gehofft hat. Du musst stolz auf dich sein. Ja, ich bin gerade unendlich stolz. Vater, nicht aufgeben jetzt. Nein, ich gebe nicht auf. Natürlich gebe ich nicht auf. Warum sollte ich aufgeben, bitteschön? Oh, Houdini-Wichser! Ich hasse euch! Geh einfach kaputt, dankeschön. Oh, wie groß ist denn der Bereich hier bitteschön noch? Okay, was auch immer das... Achso, war... Der hat ihn einfach nur ein bisschen weggeschubst. Scheiße, keine Anspielungskarte mehr. Nehmen wir patzerbrechend. Ist eh besser für die. Oh mein Gott, Leute. Da zieht sich ihm gerade hin. Das hätte man auch ein bisschen kürzer hier alles gestalten können. Besonders, warum ist das hier so weit am Arsch der Welt versteckt? Oh, genau, ein Houdini. Weil er Houdini ist, kann ich ihn nicht instant erwischen. Mit Eis. Was ist jetzt bitte schön los? Ach genau, ja, spawn doch einfach in mir. Ist gut. Kein Problem. Wenn es dir Spaß macht.
Ja. Oh, wer denn hier noch alles, bitteschön, unter den normalen Kugeln? Alles, was ich euch sage, ist jetzt. Au. Haha. Es war ein bisschen zu spät erwischt, aber ich hab dich trotzdem erwischt. So. Du Arschloch, du kleine Mistratte, was hast du jetzt davon? Och ja, ist doch gut jetzt, Mensch, ist Kinder, nee. Also, das hätten sie wirklich etwas anders gestalten können, etwas kürzer. Mein Vater war Arzt. Er hat mich nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen, sondern dazu, die Welt so zu verändern. Wir kommen zur anderen Kinderstation. Sie wird bewacht sein, Vater. Mach dich bereit. Sie ist bewacht und wie wir sie einnehmen, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bin Hellot1986, wir spielen Bioshock 2. Bis gleich.